Ein neues Interview zum Thema Bachelorette, ihr Lieben. Ich meine, wenn ihr die letzten Videos verfolgt habt, dann dürfte euch aufgefallen sein, dass wir eine Thematik immer wieder angesprochen haben. Und diese Thematik ging immer wieder auf einen Kandidaten zurück, mit dem ich heute sprechen werde. Und das ist David. Und ich bin sehr gespannt, was er nicht nur über seine Teilnahme uns verraten wird, sondern auch über das, worüber wir schon seit längerer Zeit spekulieren. So, willkommen, David. Hi Ramon, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern. Freut mich, dass du da bist. Ja, wir sind ja hier quasi in der Zielgeraden und ich dachte so, ich würde gerne mal mit dir sprechen, nicht nur, weil mich das interessiert, was du so erlebt hast, sondern auch, weil mich natürlich auch nochmal darüber hinaus eine Thematik bestimmt, also im Fokus sehr interessiert, und ich glaube, das macht einfach Sinn, wenn ich habe so oft darüber gesprochen, du wirst es mitbekommen haben, du weißt, worum es geht, ich will noch nicht viel verraten, aber ich dachte, wir müssen einfach mal zusammen quatschen. So. Es wird Zeit für ein Gespräch. Es wird Zeit. Wenn ihr ihm folgen wollt, macht es gerne bei Instagram, ist alles unten verlinkt, angepinnt, wie auch immer. Ja, ihr findet alles unten auf jeden Fall. Und jetzt würde mich mal interessieren, war das eigentlich dein erstes TV-Format oder hattest du vorher auch schon mal so ein bisschen Fernseherfahrung sammeln können? Also tatsächlich war ich bei Take Me Out dabei. Das war im letzten Jahr. Das ist so inoffizielle Sprungbrett. Ne? Also, ja. Ich sage immer, das habe ich schon mal irgendwo gesagt, es ist so, als wenn es wirklich eine Pipeline gibt von Take Me Out zum Bachelor oder halt zur Bachelorette, je nachdem, ne? Gibt ja Take Me Out auch für Frauen, oder? Nee, ja, warte mal, wie ist denn das? Nee, warte mal, das gibt es nur für Frauen, dann warst du ja in der Mitte. Genau, es gibt Take Me Out Girls, Girls, Girls jetzt, ja. Okay. Das ist dann halt nur Frauen, eine Frau in der Mitte und 30 Frauen an den Buzzern. Und ja, ich war in der Mitte und 30 Frauen um mich. Genau, genau, aber das gibt es nicht für Männer. Das heißt, es gibt nicht das Format, wo die Frau in der Mitte steht und 30 Männer, ne? Leider nicht. Vielleicht drücken die Männer dann einfach nicht, weißt du? Weil Männer sind ja so einfach zu beeindrucken manchmal. Und dann würden die da niemals drücken bei der Frau. Ey, aber das jetzt, da habe ich ja ehrlich gesagt bei den letzten Gesprächspartnern nie so drüber nachgedacht. Aber das bedeutet ja, du warst ja dann eigentlich selber schon in der Situation, wo du eine aussuchen musstest. Ja, die Frage ist halt immer, bleibt am Ende eine übrig, die man wählen darf? Ja, gut. Okay, ja. Also du hast das jetzt natürlich auch so ein bisschen so verpackt, dass ich jetzt aber die Frage stellen muss, ist denn eine übrig geblieben? Ja, tatsächlich. Ach so. Also es ist eine übrig geblieben, es sind 4 Stück übrig geblieben am Ende und okay. Ich durfte eine auswählen, ja. Und aber hat dann nicht gepasst? Ich habe es versucht, ich habe alles gegeben. Ja. Sie kam aus der Schweiz und ich habe dann eine relativ lange Strecke gefahren, wir haben uns auch da getroffen. Ich habe sogar ihre Eltern kennengelernt, es war eine sehr schöne Zeit, aber am Ende haben wir dann von beiden Seiten gesagt, dass es nicht passt. Aber finde ich interessant, weil gerade, weißt du, bei so einem Format wie jetzt Take Me Out, wo man ja sagt, okay, das ist nur eine ganz begrenzte Zeit, das kann man nicht mit der Bachelorette vergleichen, ne? Das geht ein paar Stunden und danach entscheidest du immer nach dem Bauchgefühl, je nachdem, wer halt auch übrig bleibt, muss man natürlich sagen, aber dass man da jetzt wirklich versucht, danach zu gucken, ob das passt, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Das ist immer so der Anspruch. Also ich gehe da auch wirklich hin, um eine Frau kennenzulernen und nicht um irgendwie, also ist klar, man geht ja irgendwie auch ins Fernsehen, um Spaß zu haben. Ja. Das ist ja ganz normal. Man will ja auch Teil einer coolen Sache sein, die Leute mit Spannung verfolgen. Deswegen, das war auch natürlich im Hinterkopf. Aber Nummer eins ist erstmal eine Frau kennenlernen. Und das war mein Anspruch. Und dem wollte ich dann auch nachkommen. Und dann hast du gesagt, okay, hat ja eigentlich, ich sag mal, ganz gut funktioniert. Ihr habt da irgendwie harmoniert, hat da dann nur nicht für eine Beziehung gepasst. Dann hast du gedacht, okay, jetzt versuche ich es noch bei der Bachelorette. Ich habe mir gedacht, das hat mir Spaß gemacht. Meine Mutter und ich haben früher immer Take Me Out geguckt und Bachelorette, weil wir einfach die Formate lieben. Also wirklich, ich bin da absoluter Reality-Show-Fan. Und ich habe zu meiner Mutter mal gesagt, zu Take Me Out gehe ich mal. Und dann habe ich mich mal beworben. Eigentlich hat ein Freund mich quasi beworben, aber ich habe mich beworben, wurde genommen. Und dann dachte ich, ey, das hat jetzt cool geklappt. Das war eine Hammer-Erfahrung. Und ich habe auch eine wirklich tolle Frau da kennengelernt, aus der nichts wurde, mit der das nichts wurde. Und jetzt probiere ich es einfach mal bei der Bachelorette. Und das hat geklappt. Wie war das dann so? Also ich meine, wenn man jetzt von diesem einen Format in dieses andere geht, was ja alles viel größer ist, also da ist ja, ich meine, schon allein, du fliegst gefühlt ans andere Ende der Welt. Also du sitzt ja in diesem Flieger und denkst dir dann so, oh mein Gott, ich bin jetzt gleich bei der Bachelorette und irgendwann steigst du aus diesem Auto aus. Ja, es ging irgendwie so alles Schlag auf Schlag. Also plötzlich hast du dich beworben, dann saß du auch schon im Flugzeug und dann warst du da und du dachtest, okay, wow, Moment, jetzt bin ich bald da, bald treffe ich eine Frau, die ich bisher nicht kenne und da gehen so viele Gedanken durch deinen Kopf. Und ich glaube, dann, wenn du aus dem Auto aussteigst, dann ist einfach alles weg. Dann, du hast auch vorher so einen Plan, was sagst du zu ihr,
wie stellst du dich da auf, welche Seiten möchtest du besonders an dir zeigen, und sobald du da gegenüber von dir stehst, ist alles weg. Also ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, aber ich war auch ganz nervös. Der André hat bei dir erzählt, wie nervös ich im Auto war. Ja, das glaube ich aber auch. Also ich meine, ohne jetzt diese Erfahrung gemacht zu haben, kann ich mir vorstellen, dass so dieser erste Moment oder generell so wahrscheinlich auch dieser erste Abend, weißt du, so diese ganzen Eindrücke und alles ist neu, du musst ja auch dann, ne, dich da erstmal so einfügen, auch nochmal so final in diese Gruppe. Es ist ja irgendwie auch so ein Wettbewerb, das ist schon. Hattest du da jemanden, wo du, sag ich mal, mit Einzug in die Villa, also mit Einzug in die Männervilla, wo du sofort jemanden hattest, wo du sagst, so, das war meine engste Bezugsperson von Tag 1? Lustigerweise, so André war ja mit mir im Auto und wir haben uns super verstanden. Also wir hegen auch jetzt noch Kontakt, wir telefonieren fast täglich, so wir sind richtig gut. Dann der Männervilla ist es eher so in meinem Schlafzimmer ja, Freundschaften gekommen. Also der Julian, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, ist dann leider sehr früh geflogen. Dann habe ich mich sehr gut mit Baro verstanden, der hat uns dann auch leider verlassen. Dann war es dann Yannick, der ist dann freiwillig gegangen, dann Kahn. Und dann ging es immer wieder weiter weg. Also man muss immer bedenken, man lernt nicht nur eine Frau kennen, sondern auch einfach dann in dem Fall 19 andere Kerle. Und das ist natürlich auch eine Umstellung, die du machen musst. Du lebst mit denen zusammen und da ist es einfach wichtig, dich mit denen gut zu halten. Hast du dich mit allen gut verstanden? Tatsächlich habe ich mich mit allen gut verstanden. Es gab natürlich so ein paar Probleme. Vielleicht, wenn du die zweite Folge gesehen hast, dann kam am Ende so Finn und Gianluca kamen und haben so ein bisschen mein Gespräch gecrashed. Da war ich schon ein bisschen sauer, also ein bisschen angefressen. Aber wir haben darüber geredet und das geklärt. Und da war das auch aus der Welt. Also es war so das größte Problem, das ich da mit jemandem hatte, oder der größte Konflikt. Also wirklich mit sich gut verstanden. Wie geht man denn so immer in diesen Abend dann rein oder generell so in diesen Tag? Aber fangen wir doch mal mit diesem Abend an. Also ich meine, wenn da jetzt irgendwie so eine Entscheidung ist, ist man da aufgeregt? Ist es einem irgendwie auch vielleicht auch egal, wenn man sich so denkt, so boah, ich kann es ja eh nicht beeinflussen? Oder mit was für einem Mindset geht man da in diese Nacht der Rosen? Ja, ich bin jemand, der überdenkt Sachen immer fünfmal. Der denkt sich auch manchmal kaputt. Das ist, glaube ich, auch richtig ein Problem. Und ich mache mir schon viele Gedanken. Ich denke mir so, wer hat die Woche vielleicht nicht performt? Aber du kannst es ja auch gar nicht richtig beurteilen, weil du nicht bei den Dates dabei bist, bei allen. Nur bei deinen Gruppendates, da merkst du vielleicht, ah, da hat es gematcht, da nicht. Ey, da ist ein Kuss gefallen, okay, den sehe ich eh schon in der nächsten Runde. Ja, und dann machst du dir immer Gedanken, ist jetzt meine Zeit schon vorbei und konnte ich die jetzt überhaupt richtig nutzen? Es ist halt immer schade. Ich hatte jetzt zum Beispiel kein einziges Einzeldate. Das war natürlich schade. Ich habe immer gehofft, ey, vielleicht schaffe ich es in die nächste Woche und krieg dann eins und kann sie dann überzeugen von mir. Ist am Ende nicht passiert. Ich kam sehr weit, aber aus dem Einzeldate wurde nichts. Also ich habe mich da immer tot gedacht. Ich habe immer gedacht, wer könnte fliegen? Wie viele Chancen habe ich, Jenny weiterhin kennenzulernen? Und ja, das ging mir eigentlich nur durch den Kopf die ganze Aber Zeit. dafür, dass du kein Einzeldate hattest, warst du ja eigentlich dann doch ganz schön lang dabei, ne? Ja, also mir war wichtig, dass ich immer Jenny ein gutes Gefühl gebe, egal wo sie ist. Also ich wollte immer sagen, ey, ich bin da, ich höre dir zu, ich will mich dir gar nicht aufdrängen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn ich eine Frau kennenlerne, auch unter diesen Bedingungen. Und ich glaube, sie hat einfach das und meine ehrliche Art und vielleicht auch, ich war sehr zuvorkommend zu ihr einfach. Und ich glaube, das hat ihr dann am Ende so gefallen, dass ich halt so weit kam unter die besten acht oder sieben. Der Gianluca, der hat mir ja erzählt, dass er, also ich rede jetzt aber nur von ihm, ich glaube, er hat zwar gesagt, wir haben es gemerkt, aber ich will es jetzt mal auf ihn beziehen, dass er relativ schnell gemerkt hat, wer so ein bisschen so die Favoriten von der Jenny sind. Der hat da so drei Namen genannt. Hast du das auch relativ schnell wahrgenommen oder hattest du ein ganz anderes Gefühl? Ja, also man hat schnell gemerkt, wer die Favoriten sind. Also Ja? das ging dann schon in die Richtung und du hast es dann immer bestätigt bekommen, indem die Personen halt auch immer noch länger geblieben sind. Ne? Und dann war es klar, okay, ich bin hier momentan ganz weit hinten. Was kann ich tun, um ja, Jens Aufmerksamkeit zu gewinnen, um mir zu gefallen? Und dann macht man sich auch so seine Gedanken. Ich habe ja mir die Haare schneiden lassen, versucht mich da zu verändern oder so, ein bisschen versucht anders aufzutreten, selbstbewusster. Ich habe mal den Jesaja weggeschickt, als der meine Unterhaltung mit dir crashen wollte. Aber am Ende habe ich dann auch gemerkt für mich selber, vielleicht ist es einfach wichtig, man selber zu bleiben, einfach sich selber treu zu bleiben. Und wenn die Frau keinen Gefallen an einem hat, es gab ja auch dieses Thema, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Anziehungssache. Auf dem Schiff hat sie mir das damals gesagt. Das ging dann auch durch den Kopf. Und ich weiß nicht, wie du das als Zuschauer jetzt bewertest, aber
wenn man das so gesagt bekommt, man schätzt die Ehrlichkeit von Jenny. Man will auch immer ehrlich gegenüber ihr sein, aber wenn sie das dann sagt, dann verunsichert das einen auch nochmal. Und dann merkst du, ey, ich bin ganz hinten und ich komme irgendwie, komme ich immer wieder weiter. Habe ich hier so eine Underdog-Rolle? Wer bin ich? Was kann ich tun? Und ja, die Favoriten, die bleiben immer im Hinterkopf. Was hatte sie nochmal genau gesagt, irgendwie, dass die Anziehungskraft nicht so da ist, ne? Genau, ich wollte einfach direkt fragen, ey, pass auf, was ist da zwischen uns, was gefällt dir nicht? Sie hat sehr schöne Worte gesagt, was ihr alles gefällt. Sie fand, ich bin ein super Gesprächspartner, höre ihr zu, es fühlt sich nicht gezwungen an. Und dann habe ich nach den negativen Sachen gefragt und sie sagt, ey, ich habe momentan einfach keine Anziehung. Und das ist natürlich dann eine Aussage, wo du denkst, okay, ich wollte es wissen, jetzt weiß ich es, was mache ich jetzt daraus? Was kann ich überhaupt noch was daraus machen? Und ich habe gerade drüber nachgedacht, weil du mich ja gefragt hast, wie ich das empfunden habe. Also natürlich muss ich dir sagen, ich glaube, in dieser Wettbewerbssituation hört man das vielleicht nicht so gern, weil man ja nicht so super viel Zeit hat, um da viel an den Schrauben zu drehen. Generell, aus eigener Erfahrung, wirst du sicherlich auch schon mal erlebt haben, gibt es natürlich Menschen, die triffst und du hast sofort eine Anziehungskraft. Kann es aber auch sein, dass diese Anziehungskraft ganz schnell verpufft und das irgendwie nichts ist. Und dann gibt es die Menschen, wo du sagst, so, okay, da habe ich gerade nicht so die Anziehungskraft und dann lernst du die kennen und merkst so, krass, wie das ist ja ein krasser Mensch so. Und dann kommt das und ist wertvoller als das andere, was vielleicht nur, keine Ahnung, auf weiß ich nicht, irgendwelchen Komponenten war, die vielleicht ultra oberflächlich waren. Aber ich verstehe natürlich auch deinen Punkt, dass du ja diese Zeit da nicht hast. Das ist ja das Ding, ne? Das ist wirklich dann das Problem, das man hat. Und dann denkt man, schade, dass einem nicht die Chance gegeben wird. Aber Jenny muss sich halt da auf sich selber fokussieren. Sie muss halt denken, was ist am besten, welchen Mann möchte ich jetzt besser kennenlernen? Und da sollte man einfach die Entscheidung von ihr akzeptieren. Und das habe ich dann in dem Moment und habe einfach das Beste draus gemacht, halt einfach bei den Gruppendates zu überzeugen und ihr einfach ein gutes Gefühl zu geben. Du hast in der Sendung mal geäußert, dass du das Gefühl hast, dass einige nicht, wie sagt man, dass einige fake sind oder dass einige nicht mit ernsthaften Absichten da sind. Kannst du das mal ein bisschen ausführen, in welcher Emotion oder welcher Situation du das gesagt hast und wie dir das im Verlauf der Staffel so aufgefallen ist? Du musst, wie gesagt, keine Namen nennen. Wir machen ja hier keinen, wir wollen ja jetzt niemanden bloßstellen. Mit Pointing, ja. Ja, aber du kannst mir mal so ein bisschen ausführlich erzählen, wie du das so wahrgenommen hast. Ja, also die erste Sache ist ja, das ist so ein Bachelorette-Ding, dass immer jede Staffel einer sagt, ey, es gibt Leute, die meinen es hier nicht ernst, sei vorsichtig. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt auch, also ne, ohne dich jetzt in Schutz nehmen zu wollen, ich glaube aber auch, dass das so ist. Ja, das war auch mein Gedanke. Ich war ein bisschen gefrustet, muss ich auch sagen, in dem Moment. Und was Jenny halt immer wichtig ist, ist diese Ehrlichkeitsnummer. Also die hat immer gesagt, mir ist am allerwichtigsten, dass mein potenzieller Partner ehrlich zu mir ist. So, und sie hat immer auch erwähnt, dass sie ein Kind hat. Das waren so die Sachen, die immer wieder erwähnt wurden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin 100% immer ehrlich mit ihr. Wenn ich was so denke, wenn sie mich fragt, dann sage ich ihr meine ehrliche Antwort. Und dann sitzen wir da bei unserem kleinen Einzeldate oder was das war. Und dann kam halt die Sache mit, hier sind nur 8 Leute drin, aber ich habe ja wirklich bei jedem ein gutes Gefühl und keine Bedenken. Und dann dachte ich in dem Moment so, okay, soll ich jetzt ganz ehrlich sein oder nicht? Und dann habe ich so ein Ja. Und da ist sie halt direkt drauf angesprungen. Sie will es ja auch wissen, sie will ja auch sicher. Verstehe ich auch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du begibst dich gerade auf diesen Pfad der Person, die sagt, ja, hier meint es keiner ernst. Und das ist ja nie so der Sympathieträger und kommt, glaube ich, bei ihr auch nicht gut an, wenn man den die Pätze spielt. Deswegen war es mir einfach wichtig, ich sehe ja mehr als sie. Ich sehe ja Sachen der Villa. Gut, wer bin ich, dass ich darüber richte, wer es ernst meint oder nicht? Ich weiß ja nicht, was in deren Kopf vorgeht. Ich kann nur das beurteilen, was ich sehe. Und das kam bei manchen Leuten halt nicht so rüber, als ob die wirklich ernsthaft eine Frau suchen, sondern auch wirklich eine Show machen oder sich selbst profilieren wollen oder was auch immer. Und das hat mir einfach, das fand ich schade, dass auch Leute gegangen sind, die es wirklich sehr ernst meinten, sehr ernste Absicht hatten und solche Leute dann halt noch da sind. Und da rede ich nicht darüber, dass ich die charakterlich nicht leiden kann. Ich habe alle Jungs da drin wirklich gemocht, sehr geschätzt von der Person. Aber von der Tatsache, weswegen sie hier sind, nicht jeden. Und ich wollte dann einfach nur sagen, hey Jenny, ich habe da Bedenken bei manchen, aber ich möchte jetzt auch nicht gezielt Namen nennen. Das ist nicht in Ordnung. Du musst dir selber dein Bild machen. Aber ich bin mir auch sicher,
du hast schon Leute im Hinterkopf. Das habe ich dir auch nochmal gesagt. Also warum fragst du überhaupt? Willst du Bestätigung? Ich glaube, du weißt es schon an dieser Stelle. Und das war mir auch nochmal wichtig zu sagen. Aber das waren ja mehrere, also du hast ja von mehreren gesprochen, nicht nur von einer Person. Du hast aber auch gerade gesagt, das hast du gesagt in einer Situation, wo du gerade so ein bisschen gefrustet warst. Also ich will das jetzt nicht dadurch irgendwie so rechtfertigen, sondern ich glaube, du hättest es auch in einer normalen Situation gesagt. Du erklärst ja auch gerade ganz gut. Was war denn der Grund in der Situation, dass du gerade nicht so... Ja, also... die Date-Situation wahrscheinlich... Sie ist die Bachelorette, sie darf es machen, es waren diese Kindheitsfotos da, die wir geguckt haben. Und dieser Kuss mit Finn. Und sie darf das, wir wissen alle, worauf wir uns eingelassen haben, aber es hat so ein Geschmäckle hinterlassen. Und dann gehst du auf dieses Date und kriegst dann direkt eine Augenmaske drauf und dann duftet sie noch mit Adrian ab. Und du denkst dir so, oh Mann, ich habe mich so auf ein Gruppendate zu dritt gefreut. Kommt noch mein Zug hin und her und dann hatte ich ja meine Chance. Aber dann war das noch alles in meinem Hinterkopf. Ich denke mir so, jetzt sprich mich ja nicht drauf an. Und dann hat sie mich nur drauf angesprochen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht jeder meint es so ernst wie ich. Ich wusste, ich bin da wirklich, um eine Frau kennenzulernen und wollte verwechseln das immer. Ich sage, die meinen das nicht so ernst wie ich, heißt ja nicht, die meinen es gar nicht ernst. Oder ich bin der Einzige, der es zu 100% ernst meint. Das heißt nicht, dass alle anderen es zu 0% ernst meinen, aber ich habe das Gefühl, da spielen noch andere Aspekte mit. Wie gesagt, jeder, der ins Fernsehen geht, der hat natürlich auch in seinem Kopf den Gedanken, Teil von etwas Großem, Coolem zu sein, was Leute mit Spannung verfolgen. Das ist natürlich auch in meinem Kopf gewesen, aber wirklich meine Main Quest, mein Hauptziel war es halt einfach, da eine tolle Frau kennenzulernen. Ich kann mir auch vorstellen, bei diesem Thema, wer ist ernst, Mann und wer nicht, dass halt natürlich auch einfach, das muss man jetzt auch einfach mal sagen, also ich meine, muss man sich ja nicht schönreden, dass natürlich wahrscheinlich auch dieses Thema Kind eine Rolle spielt. Also, weißt du, jeder hat eine unterschiedliche Lebensplanung, jeder hat einen anderen Stand im Leben und auch ein anderes Alter und es ist auch total legitim, wenn manche sagen, du, für mich wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine Frau mit Kind nichts. Wenn sie es sagen, ist es okay. Wenn sie es aber nicht sagen und es dann in diese Richtung geht, was du gerade beschrieben hast, so nach dem Motto, ach, naja, dann bleibe ich halt im Format, mal gucken, wie weit ich komme, dann wird es schwierig, ne? Weil wenn dann irgendwann doch Gefühle entstehen, oder jetzt mal ernsthaft, das ist ja schon auch ein wichtiger Faktor, der ja gar nicht so oft angesprochen wird, ist natürlich für alle okay, aber da denke ich ja manchmal so, ist es denn wirklich okay, wenn man das erstmal so zu Ende denkt? Deswegen spricht sie das auch mit der Wahrheit so oft an. Sie schätzt die Ehrlichkeit halt einfach, weil sie nicht am Ende will, dass da ein Mann steht und die letzte Rose bekommt und der meint es gar nicht ernst oder der kann gar nicht die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Und das ist halt auch eine Gefahr, die sie eingeht. Und deswegen muss sie sich da sicher gehen bei den Leuten und will auch, dass die ehrlich mit ihr sind. Also ich finde auch Respekt an einen Adrian, der da meinem Date gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das kann, Vaterrolle einnehmen oder was auch immer. Ich weiß, du willst keinen Vaterersatz, aber irgendwo bist du mit dem Kind in Kontakt und ich weiß nicht, ob ich das kann. Das sind zum Beispiel coole Aktionen, totale Ehrlichkeit. Ja, das ist halt... Die Frage ist ja aber bei dem Thema eher, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, die Frage ist eher, ob du es willst. Ob du es kannst und wie es im Alltag ist und ob es matcht. Also ich meine, wenn man mir jetzt ein Kind hinsetzen würde, kann ich ein guter Vater, Ersatzvater, whatever sein, keine Ahnung, ich würde mein Bestes geben und entweder das reicht oder das reicht nicht. Ob ich es will überhaupt, das finde ich, ist halt nochmal die... Und da, finde ich, muss man wirklich super ehrlich zu sich sein. Und ich, ja, das ist halt... Ehrlich gegenüber ihr, gegenüber dem Kind, gegenüber sich selber. Einfach kannst du dazu stehen. Und das ist halt die wichtige Frage. Und wenn Leute da halt eine Show abziehen oder ihr Ding machen, dann ist das schön. Und die sollen machen, was sie wollen. Eigentlich hat es mich auch gar nichts anzugehen. So, Jenny muss das beurteilen. Und sie muss auch am Ende damit mit den Konsequenzen leben. Aber es zieht einen irgendwo hier und da mal runter. Was nichts daran ändert, dass ich jeden von den Kerlen super lieb habe, aber ob jeder die richtige Entscheidung für sie ist, so ob der verdient hat, hier zu sein, ist auch nochmal eine Frage. Wie war denn das dann so für dich, also gerade auch so, wann warst du draußen? Folge 6, glaube ich, ne? Warst du bei dir Folge vorbei? 6, genau. Ja. Mit dem großen Sprung. War das dann für dich irgendwie, also erstmal, du wirst wahrscheinlich überrascht gewesen sein, dass es so viele sind, ich jedenfalls war so... Ja. Also als ich gehört habe, dass es 5 sind, also eigentlich 4, Gianluca ist ja freiwillig gegangen, da habe ich schon realisiert, dass es heute Abend für mich endet. Ja. Also das war dann, also habe ich auch gesagt, es wurde sogar reingeschnitten, wo ich gesagt habe, wenn wir es ganz logisch betrachten, ist halt heute vorbei. Mhm. Ne?
weil sie ist einfach mit drei Leuten so weit. Und warum solltest du noch jemanden mitnehmen? Und das ist, glaube ich, auch André zum Verhängnis geworden, den du toll findest, wo du auch jetzt gemerkt hast, da ist ein Funken und so. Aber ich bin mit den anderen drei viel weiter und kann mich da auch wirklich, kann da auch was aufbauen und muss nicht bei irgendeinem kurz vorm Finale da nochmal fast von neu anfangen. Ich glaube, das ist dann uns allen zum Verhängnis geworden, dass wir nicht genügend Zeit mit dir hatten, um was zu erschaffen. Ab wann hast denn du das gemerkt, dass das, weil, ich meine, wir wissen ja, welche drei zum Beispiel im Halbfinale und so waren, ja, das sind auch wirklich so die Namen, die ja auch gefallen sind, also hat ja Gianluca die Namen ja auch genannt, ab wann hast denn du das so wirklich, also jeder sagt ja irgendwie, ja, man hat das schon gemerkt, aber ab wann hast du das ungefähr gemerkt, weil ich zum Beispiel habe manche Sachen später gemerkt. Ich hatte erst, den ersten Moment hatte ich damals, als Adrian von dem Kuss berichtet hat, ja. Da war für mich so, okay, wow, wie er von dem Date berichtet hat. Das hört sich ja immer, man sieht ja nur die eine Seite und die berichten dann immer so, boah, es war unglaublich. Und ich finde auch, Finn und Adrian, die haben eine Art und Weise von Sachen zu berichten, die lässt dich dann als, also ich komme nicht zurück und sage, ich möchte diese Frau heiraten. Ich sage, ey, es war schön, es war toll, ich hatte sehr viel Spaß. Mhm. Und die beiden sind halt wirklich voll drin im Element und sagen, ey, also wirklich, das war das Traumdate Nummer eins und ihre Haare haben gut gerochen. Ja. Ja. Die beiden sind auch sehr extrovertiert und die dürfen das auch machen. Aber als Adrian damals von dem Kuss berichtet hat, habe ich mir gedacht, okay, es ist vorbei. Dann hat sich herausgestellt, war gar kein Kuss. Und dann war es für mich vorbei, persönlich, als Finn länger geblieben ist zu diesem Fußballdate und die im Regen sich dann geküsst haben und Finn zurückkam. Und ich wusste, da kommt was auf mich zu. Ich war auch schon bereit und ich war auch nicht so gut gelaunt. Und dann musste ich mir das von Finn anhören und da wusste ich, okay. Aber ist das dann so, also wenn man so mit dem Gedanken da geht, okay, das hat sich jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen erledigt, weil da gibt es drei Favoriten, ne, wie schon öfter genannt wurden, und dann wusstest du, okay, jetzt fliegen noch vier raus. Ist es dann für einen auch okay? Weil man muss ja dann irgendwann in die Situation gehen, wo man sagt, okay, ich glaube, die Reise ist jetzt für mich hier vorbei, bevor es überhaupt dazu gekommen ist. Es ist traurig auf jeden Fall, aber es ist in Ordnung für einen. Also du schätzt ja Jenny und ich glaube, jemand, der das böse nimmt, vor allem in dem Stadion, wo wir uns befunden haben, da kann man das einer Person gar nicht böse nehmen. Sie hat die logischste Entscheidung für sich getroffen, nämlich Adrian, Jesaja und Finn weiterzulassen zu den Dream Dates. Und wer ihr das böse nimmt, der ist im falschen Format, ganz ehrlich. Also wie geht denn das eigentlich dann für dich so danach persönlich weiter? Du bist natürlich dann draußen, du fliegst irgendwann nach Hause, so. Und jetzt stelle ich mir diesen Kontrast so krass vor, du bewirbst dich in so einer Show, du wirst genommen, du bist in dieser krassen Blase, du lernst eine Frau kennen, 20 andere Männer und hier und dies und das passiert, ganz, 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 ganz viel passiert und dann klack, vorbei und du bist wieder in deinem alten Leben. Ja, ich war natürlich glücklich, ich war traurig, dass ich keine Chance hatte bei Jenny, aber dann am Ende halt die schönste Zeit in meinem Leben hatte, wirklich unvergessliche Zeiten, auch die Momente, die nicht ausgestrahlt wurden, die bleiben halt hier drin für uns. Und du kommst nach Hause und bist dann plötzlich wieder hier allein. Dann fängst du an zu arbeiten. Und irgendwie ist dann dieser Alltag plötzlich da. So wie du es gesagt hast. Ja, ja. Das wirkt auf einen total komisch, total befremdlich. Und man hat so ein bisschen Entzug. Man wünscht sich die Zeiten zurück. Und ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt die ersten Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ging es nicht gut, weil plötzlich war alles weg. Du standst da auch unter Beobachtung, natürlich, da war ein Kamerateam bei den Dates dabei und plötzlich bist du dann alleine daheim und denkst dir, okay, irgendwie, das war jetzt eine Hauruck-Aktion, ich bin jetzt plötzlich wieder im normalen Leben angekommen. Hast du dich denn auf die Ausstrahlung gefreut? Ja, also wir haben dahin gefiebert, ich habe mir ein Kino gebucht, einen Kinosaal und habe all meine Freunde im Overdressed-Look ankommen lassen. Und hab dann mit denen im Kinosaal die erste Menschheit. Ey, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Das musst du mir jetzt mal erklären. Ich habe jetzt schon von so vielen Leuten mal mitbekommen, die entweder bei I, The One oder Bachelorette sich dann Kino buchen. Also, das heißt, man kann einfach beim Kino anfragen und sagen, kann ich den Saal haben? Genau, ich habe gesagt, da wird etwas gezeigt. Ich darf ja nicht sagen, was, ja. Weil ich bin noch geheim. Wir wissen ja nicht, dass ich damit wirke. Es ist was Großes im Fernsehen und ich würde gerne ein Kino buchen. Und ist das dann teuer? Ja, wir müssen ja nicht über den Preis reden, aber wir reden da schon fast, das geht in vierstelligen Bereichen. Das hätte ich nämlich jetzt auch geschätzt, weil der Saal ist ja dann logischerweise blockiert und die können damit keine Kohle machen. So. Genau. Und dann sagst du denen dann, okay, in dem Fall wahrscheinlich RTL Plus,
hier habt ihr ein Login und dann könnt ihr das vom Beamer oder wie auch immer die das machen, keine Ahnung, auf die Leinwand bringen. Es ist bei dem Kino, wo ich war, ein ganz einfacher HDMI-Anschluss gewesen. Also ich habe meinen Laptop vorne aufgebaut, einfach abspielen lassen. Ja, aber es war wirklich, zack, es ist halt ein Mittwoch. Ne? Und beim Mittwoch ist im Kino nie so viel los. Ja. Donnerstag kommen die Filme raus, am Wochenende kommen die meisten Leute. Deswegen war es noch relativ günstig. Ich habe da auch ein bisschen am Preis was gedreht. Aber es war ein super Event. Also, ja, das stelle ich mir auch cool vor. Total. Ja, also wer weiß. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich dort zu bewerben, wenn er eine Frau sucht und einfach ein Abenteuer erleben will dabei bei der Bachelorette. Und wenn es dann ausgestattet wird, kann ich nur jedem empfehlen, sich ein verdammtes Kino zu buchen. Es war Hammer. Es war wirklich toll. Wie sieht's jetzt aus? Würdest du nochmal in eine Dating-Show gehen? Bachelor in Paradise, I the One, was gibt's? Ja gut, Ex on the Beach, weiß ich jetzt nicht. Aber so, bist du da offen für? Momentan bin ich nicht offen für irgendwelche Dating-Shows. Ja, ich bin da raus. Das Format für mich muss noch erfunden werden, wer weiß. Ne? Okay, ja, na dann bin ich ja mal gespannt. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, das mal so ein bisschen aus deiner Perspektive zu hören und jetzt auch mal so ein bisschen mehr Details zu hören. Ne? Ich habe nämlich in der Sendung das schon so ein bisschen gehört, aber ich habe das jetzt so oft angesprochen, jetzt hätte ich das gerne noch mal so ein bisschen ausführlicher gehört. Aber es freut mich auf jeden Fall auch, dass ihr alle cool miteinander seid. Trotz der Differenzen, die es mal gab. Also das sagt ja jeder, wir sind eine coole Truppe. Das waren so viele lustige Leute, die ich kennengelernt habe. Und ja, es ist einfach schön, diese Menschen kennengelernt zu haben und diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich glaube. Auch wenn dann am Ende nicht die große Liebe dabei war. Das kann ich verstehen. Mega. Dann danke ich dir. Wenn ihr noch Fragen an ihm habt, ihr wisst, wo ihr ihn erreichen könnt. Bei Instagram, alles ist unten verlinkt. Und dann gucken wir mal, wie das ganze Ding hier ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf euer Feedback. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auf jeden Fall. Ciao.